Gebiet. Mir schlecht, das nächste Mal fahre ich wieder. Na, danke. Ich muss gleich noch mal die Mutter Oberin anrufen. Wie weit seid ihr denn mit den Flugblättern? Wie weit sind wir denn mit den Flugblättern, Agnes? Felicitas, wie weit seid ihr denn mit den Flugblättern? Julia, wie weit sind wir mit den Flugblättern? 4000! 4000! Eine richtige Demo. Der Böller, der wird sich wundern, wenn er hier mit seinen Baggern auftaucht. Aber wenn er die Polizei schickt, was dann? Du bist schon aus dem Sanatorium zurück? Aber ich kann doch keine Kur machen, wenn hier alles zusammenbricht. Nicht so laut, Lotte, das wummert so. Ach so? Sie trägt jetzt endlich ihr Hörgerät. Du sollst dich doch schonen. Schonen kann ich mich, wenn ich unter der Erde liege. Ich war lang genug in diesem blöden Sanatorium. Ganze 2 Tage. Ach, wie ich sehe, warst du fleißig. Ja, wie war's im Sanatorium? Ach, Zeitverschwendung. Ich könnte Felice das erwürgen, dass sie mich bei der Mutter Oberin verpetzt hat. So, das war's. Ich hab kein Papier mehr. Das reicht doch. Wir kriegen genug Aufmerksamkeit, wenn wir die Kreuzung vor dem Rathaus blockieren. Blockieren? Das hier geht zur Post. Und das bitte durch die Hauspost an den Bischof. Ist gut. St. Magdalena, Büro Frau Reuter. Ich bin's nochmal. Ist sie jetzt zu sprechen? Lotte, bist du so naiv oder merkst du tatsächlich nicht, was hier läuft? Die Mutter will dich nicht sprechen. Wenn nur dein Name fällt, kriegt sie rote Flecken im Gesicht. Aber warum denn? Wir haben das doch besprochen. Julia konnte nichts dafür, dass dieser Bankmensch so indiskret war. Das ändert nichts daran, dass alles total schiefgelaufen ist. Und was noch schlimmer ist, seitdem hat sich Bischof Rossbauer bei uns nicht mehr blicken lassen. Nun gut, ich kann mir jedenfalls nicht leisten, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Richte bitte der Mutter Oberin aus. Wir haben jetzt die Initiative ergriffen und werden eine Demo ausrichten. Demo? Schwester Lotte. Gelobt sei Jesus Christus. Schwester Lotte, Sie übernehmen sich. Die Mutter Oberin will nicht mit mir reden. Das ist alles meine Schuld. Nein, ist es nicht. Na, wenigstens ist die Bank meines Vaters gerettet. Und wenn wir es schaffen könnten, den Baubeginn ein bisschen hinauszuzögern. 1-2 Jahre. Ich bin sicher, mein Vater würde wieder einsteigen mit dem Kredit. 1-2 Jahre? Ich bin froh, wenn wir die nächste Woche überleben. Wir müssen unsere Protestaktion unbedingt ins Internet bringen und vor allen Dingen die Pressemappen müssen raus. Alles im grünen Bereich. Mit dem Herrn Grabowski vom Kaltenthaler Lokalteil habe ich auch schon einen Termin gemacht. Lotte, übernehme dich jetzt nicht. Die kann ich doch nehmen. Sind doch kein Pflegefall. Mein Gott, Lotte. Schnell, ruf den Notarzt. Ich hole Alkohol. Mein Gott, Lotte. Jetzt mach das, wenn ich mich länger erholen soll. Mann, den Teufel an die Wand. Puls hat sie noch. Was soll denn das heißen, Demo? Woher weißt du das? Blöde Frage, ich weiß alles. Und wenn ich du war, dann werde ich jetzt nicht wieder ausrasten und irgendein Blödsinn anleiern. Wohl sein. Blödsinn. Entschuldige, es ist meine Pflicht als Bürgermeister, sowas zu verhindern. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine solche Demo genehmigt habe. Außer dir und deine paar Hansel im Gemeinderat, wo ich schon lang keiner mehr dein bescheuertes Kongresszentrum. Wann kapierst du das endlich? Ah ja? Woher beziehst du deine Weisheiten? Hast du ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt? Breiker Institut? Da muss ich nur am Volk hier bei mir aufs Mal schauen. Und uns ist ja wohl sonnenklar. Wenn heute Wahlen wären, dann würde dich die Schwester Lotte um Längen schlagen. Und zwar mit links. Weißt du, was du mich kannst? Das kann ich mir denken. Aber sei vorsichtig.
Du kannst dir deine Wähler nicht raussuchen, aber immer meine Gäste. Also reiß dich am Riemen. Schreib's auf. Nein, nicht schon wieder. Und was ist mit der Rechnung von deiner Siegesfeier letzte Woche? Das war dienstlich. Du kannst dir einen Antrag stellen mit 3 Durchschlägen. Und wenn du dich gut führst, dann kann ich dich bei der Auslosung, die wird so gegen Ende des Jahres sein, berücksichtigen. Haha. Spinnst denn du? Herrschaft, jetzt warte doch mal, Wolfi, wir müssen reden. Ist da jemand? Hör ich da eine Stimme aus der Vergangenheit? Jetzt hör schon auf, Wolfgang. Komisch. Ich dachte, ich höre die Stimme von Hermann Huber, der Armsau. Aber muss mich wohl getäuscht haben. Alles nur du? Okay, ich hab's kapiert. Du willst es mir reinreiben. Und du hast ja auch recht. Aber ich meine, wer konnte denn ahnen, dass die Banken mich so nie nichts dir nichts fallen lassen? Die Sache war doch so gut wie unter Dach und Fach. Schließlich hab ich eine große Firma und ich muss auch sehen, wo ich bleibe. Und du? Du hättest an meiner Stelle genauso gehandelt, wetten? Komisch. Die Tür klemmt. Dabei ist der Wagen noch brandneu. Wolfi, ich brauche den Auftrag. Hör doch noch mal. Das waren die Nonnen. Sieht so aus. Wolfgang, komm, lass uns wieder alte Freunde sein. Hm? Mit wem willst du denn den großen Auftrag überhaupt durchziehen? Bei mir stehen die Baufirmen Schlange, Hermann. Sogar eine Firma aus Krefeld beteiligt sich an der Ausschreibung. Ich kann es mir aussuchen. Aber gut, ich tue dich auf die Warteliste. Ruf mich an, sagen wir so gegen Pfingsten. Gott sei Dank entscheidest du nicht alleine, wer den Auftrag erhält. Wetten? Also gut. Warte. 3% vom Reinerlös? Hm? Soll das der Versuch sein, mich zu schmieren? Bestechung, Bestechlichkeit. Und damit läppischen 3%, Hermann. Hermann, dir ist nicht zu helfen. Wolfgang. Sein könnte? Nein, ein Schock vielleicht. Toxisch oder so. Toxisch? Sie meinen Lebensmittelvergiftung? Vom Essen im Sanatorium? Was weiß ich. Aber ihr fahrt am besten wieder zurück. Hier stört ihr bloß. Und Agnes dreht sowieso durch, falls die Polizei noch kommen sollte. So ein Mist. Ausgerechnet jetzt. Komm, Felicitas hat recht. Wir können hier sowieso nichts mehr ausrichten. Warum? Weil der Notarztwagen gerade beim Ofen vorbeigedüst ist, mit dem Gießen der Nonnen im Kielwasser. Ja, darum. Also rufen Sie in der Klinik an, erkundigen Sie, was da läuft. Ja, wie denn, wenn Sie ständig die Leitung blockieren? Und dann suchen Sie im Branchenverzeichnis nach einem Coach oder sonst einem Management-Trainer. Ich brauche ein paar Stunden Training für meinen Auftritt nächste Woche, vor laufenden Kameras und versammelter Politprominenz. Sie wollen es tatsächlich darauf ankommen lassen. Ja, was denn sonst? Der Gemeinderat hat zugestimmt, die Finanzierung steht. Und den Huber kriege ich auch noch so weit, dass er mit seinem Preis ein paar Zacken runtergeht. Aber kümmern Sie sich darum, dass die Druckerei die Einladung nicht wieder verschlampt, ja? Und vor allem rufen Sie bei der Polizei an. Und zwar nicht bei dieser Knalltüte Meier, sondern beim Obermeier. Sie wollen doch nicht etwa mit der Polizei anrücken? Mit Wasserwerfern, wenn es sein muss. Aber was rede ich? Wieso widersprechen Sie mir pausenlos? Sie sind ja fast schon so schlimm wie meine Ex-Frau. Sie können jetzt ausschalten. Was? Ihr Handy. Ach so, ja. Und die müssen Sie heute selbst öffnen und sortieren. Ich muss für 2 Stunden weg. Verlauf. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zurück zu sein, aber versprechen kann ich nichts. Aber ich könnte ja auch meinen Resturlaub nehmen und erst nach Ihrer Großveranstaltung wiederkommen. Also, Frau Laban, Sie können mich doch nicht allein lassen in dieser schicksalsschwangeren Stunde. Sie meinen bei Ihrer größten wahnsinnigen Selbstdarstellung. Und ob ich das kann. Moment, ich bin immer noch Ihr Chef. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen Urlaubsantrag von Ihnen genehmigt haben soll. Ja, das können Sie auch nicht. Ich habe ja keinen eingereicht. Aber bitte, Sie können mich ja auch entlassen. Aber dann fristlos. Frau Laban, was soll dieser Amoklauf? Also, wenn hier jemand Amok läuft, dann sind Sie das und nicht ich. Wenn Sie nämlich so weitermachen, dann landen Sie in der Klapsmühle und zwar mit Schaum vorm Mund. Aber nicht mit mir. Ich brauche jetzt eine Pause von Ihnen. Ja, aber dann erledigen Sie das wenigstens auch mit diesem Management-Coach, ja?
Um die Einladung kann ich mich ja dann selber kümmern. Sie brauchen keinen Coach. Sie brauchen Schauspielunterricht. Was? Sie wollen doch nur Ihr Lampenfieber loswerden. Ja. Laufende Kameras machen mich wahnsinnig. Theodora Schächtele. Hä? Theodora Schächtele war eine gefeierte Diva im Schauspielhaus und führt jetzt Regie bei den Kaltenthaler Laienfestspielen. Und sie hat eine Schauspielschule für Anfänger. Anfänger? Bitte kein Anfänger! Als Film- und Fernsehstar schon. Ihre Adresse finden Sie in meinem Karteikasten da. Und sagen Sie ihr einen schönen Gruß von mir. Sie kommt wieder. Mal sehen. Hallo? Ja, Förder. Ach, Sie sind das. Eigentlich wollte ich nur mit Frau Labern einen Telefontermin mit Ihnen und der Mutteroberin vereinbaren. Aber wenn Sie schon mal dran sind, Moment, ich frag mal an. Ich habe den Herrn Wöller am Apparat. Möchten Sie jetzt gleich oder lieber später? Lieber später, sonst hätten Sie sich doch nicht um einen Telefontermin bemühen müssen. Dann sage ich ihm, dass es momentan unpassend ist. Gut, tun Sie das. Und dann kommen Sie bitte zu mir. Ja? Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich habe viel nachgedacht und um Erleuchtung gebetet. Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, würde ich gern Ihre Meinung hören. Meine Meinung? Wenn man so lange wie ich auf dem Chefsessel sitzt, kann es passieren, dass man den Kontakt zur Basis verliert. Allerdings, ich meine, natürlich, das ist vorstellbar, wenn auch in Ihrem Falle... Schon gut, Schwester. Sie brauchen nichts zu beschönigen. Also, es geht um Schwester Lotte. Wie Sie sich denken können, muss etwas geschehen. Die Frage ist nur, was? Eine Möglichkeit wäre, Schwester Lotte nach Köln zu versetzen. Nach dem Verkauf des Klosters an die Gemeinde. Doch ich befürchte, sie wird sich dort nicht ausgelastet fühlen und auch da wieder Sand ins Getriebe schmeißen. Die andere Lösung, sie wieder in die Mission nach Nigeria zu schicken, fällt wegen ihrer gesundheitlichen Vorbelastung durch diese mysteriöse Tropenkrankheit aus. Also habe ich mit der Franziskanermission in Kanada Kontakt aufgenommen. Kanada? Betreuung der Eskimos. In ihrem Reservat, nördlich von Dawson City. Da oben, bei einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von minus 10 Grad, dürften Tropenkrankheiten ja wohl nicht auftreten. Sie wollen sie also sozusagen nach Sibirien verbannen? Kanada ist nicht der Archipel Gulag. Trotzdem, das wird Schwester Lotte so empfinden. Außerdem geht das jetzt sowieso nicht. Wieso nicht? Weil Schwester Lotte eine neue Initiative ergriffen hat, das Kongresszentrum betreffend. Initiative? Können Sie das vielleicht etwas präzisieren? Nun ja, sie hat eine Demonstration organisiert, um den Festakt zum ersten Spatenstich zu verhindern, nehme ich an. Sagen Sie alle Termine ab. Wir fahren nach Kaltenthal. Zu sprechen und schon gar nicht für Herrn Wöller. Sind Sie noch dran? Ja, was denn sonst? Tut mir leid, Schwester Felicitas ist für Sie nicht zu sprechen. Ja, was soll das heißen? Entschuldigen Sie, aber ich gebe nur weiter, was sie gesagt hat. Auf Wiederhören. Moment mal, können Sie mir dann wenigstens sagen, wer da heute früh eingeliefert wurde mit dem Notarztwagen? Das geht auch nicht. Diese Informationen sind vertraulich. Zickendraht. Haben Sie schon eine Diagnose, Herr Doktor? Ich vermute, es ist das Immunsystem. Das ist durch Ihre Tropenkrankheit geschwächt. Aber im Moment ist sie stabil. Bitte rufen Sie mich sofort, wenn der Herr Professor im Haus ist. Und
veranlassen Sie, dass uns vom Tropeninstitut die Krankengeschichte gemeldet wird. Habe ich schon veranlasst. Gut. Und in 2 Stunden geben Sie ihr nochmal eine Injektion. Sagen wir 500 Milligramm. Kundschaft! Falls Sie wegen Ihrem Selbstdarstellungsaufmarsch nächste Woche gekommen sein sollten, dafür bin ich nicht zuständig. Das machen die Kollegen vom Ordnungsamt, bei Ihnen im Rathaus. Was Sie nicht sagen. So, jetzt melden Sie mich bei Ihrem Chef an. Aha. Und um was handelt es sich? Das werde ich so rangniedrigen Chargen wie Ihnen nicht anvertrauen. Also los. Erstens, mein Chef ist auf ABC-Schutzübung in München. Und zweitens, ich als rangniedrige Charge vertrete ihn auf Weiteres. Sie? Ja, ich. Und entweder Sie sagen mir jetzt, worum es sich handelt, oder Sie gehen wieder. Ich habe es hier nämlich mit einem galoppierenden Blattlausbefall zu tun. Mit was? Der keinen Aufschub duldet. Dann wird es Sie vielleicht interessieren, dass die Nonnen, während Sie hier Ihren grünen Daumen lutschen, klammheimlich eine Demo organisieren und den Verkehr in der Innenstadt lahmlegen wollen. Und das verstößt gegen jedes Gesetz und gegen jede Ordnung, ja? Und ich fordere Sie hiermit auf, die dementsprechenden Schritte anzuleiern. Und zwar stand der Peter also los. Schon. Nur erstens müsste ich mich da persönlich vom Tatbestand überzeugen. Und zweitens kann eine rangniedrige Charge wie ich diese Sache nicht entscheiden. Dafür ist der Chef zuständig. Mein Gott, sind Sie mühsam. Ich denke, Sie sind sein Stellvertreter. Schon. Aber nur was den Alltagsbetrieb angeht. Ja, Polizeirevier Kaltenthal City, Wachtmeister Meier. Das wird ein Nachspiel haben. Wie bitte? Das ist Ihnen hoffentlich klar. Ach, Sie sind's. Mein Gott, ist das eine Pflaume. Nö, keine besonderen Vorkommnisse, Chef. Außer, dass wir Blattläuse haben. Ach was, das ist nicht die Tropenkrankheit. Lotte hat sich einfach übernommen. Entschuldige mal, aber das ist laut Felicitas die Diagnose. Schwächung des Immunsystems aufgrund der Tropenkrankheit. Was ist denn die Tropenkrankheit? Ja? Sie? Was wollen Sie? Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich eben bei der Polizei war. Das hätten Sie sich sparen können. Die Demo findet statt. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Geben Sie mir Schwester Lotte. Oder ist es Ihnen lieber, ich rufe bei der Mutter Oberin an? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wir bleiben jedenfalls hier. Und was Ihren ersten Spatenstich betrifft, den können Sie vergessen. Wir werden uns für Ihre Schaufelbagger werfen, wenn es nicht anders geht. Jetzt geben Sie mir endlich Schwester Lotte, verdammt nochmal. Hallo? Was brüllen Sie hier so? Ich habe eine Türglocke, wie jeder zivilisierte Mensch. Entschuldigen Sie. Außerdem ist Ihre Stimme völlig unterentwickelt. Sie sprechen aus dem Hals. Die Resonanz muss vom Kopf kommen und aus dem Zwerchfell. Sie sind Frau Schächtele. Und Sie sind? Wöller. Wir haben zusammen telefoniert. Das war nicht ich. Das war meine Putzfrau. Aber treten Sie näher. Lassen Sie sich anschauen. Ja, nicht so schnell. Ich wollte ja nur da... Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja? Ah ja, von den Wahlplakaten. Ah ja, natürlich. Sie waren in dieser Talkshow mit Schwester Lotte. Ja. Und haben ziemlich schwach ausgesehen neben ihr. Ja, ja. Ja, deswegen wollte ich ja auch ein Profi. Wissen Sie, ich habe so Angstzustände, wenn die Kamera... könnten Sie mir da helfen? Ob ich das kann? Hier in diesem Raum und auf diesem Stuhl saßen unzählige, hilflose Kreaturen, aus denen ich strahlende und erfolgreiche Akteure und Stars gemacht habe. Mir wird es schon helfen, wenn Sie mir das Lampenfieber nehmen. Kein Problem. In ein paar Monaten lässt sich das alles hinkriegen. Monate? Ich muss das in einer Woche schaffen. Eine Woche? Eine Woche. Also, in dem Fall würde ich sagen, wir beginnen sofort. Setzen Sie sich. Da? Ja. Als erstes werden wir Ihre Stimme entwickeln müssen. Ihre Vokale sind zu guttural und die Konsonanten zu teigig. Finden Sie? Ganz zu schweigen von Ihrer völlig unterentwickelten Stütztechnik, sprich Ihr Becken. Schwer heran braust Sturmeswetter,
streuend rasselt Donners Grollen, Sturm und Brandung rauschen, rasend und so weiter und so weiter. Heiliger Strohsack. Tja, nicht umsonst nannte man mich die Duse von Kaltental. Toll. Aber das ist lange her. Also, frischen Muts voran. Wir beginnen mit Ihrem näselnden U. Sprechen Sie mir nach. Unter dunklen Uferulmen. Unter dunklen Uferulmen. U, nicht O, U. Unter dunklen Uferulmen. Unter dunklen Uferulmen. Wurdest du durch Blut und Wunden. Wurdest du durch Blut und Wunden. Ungefurcht und unbesudelt. Ruhmlos ruhend nun gefunden. Ungefurcht und unbesudelt. Ruhmlos ruhend nun gefunden. Bravo. Nicht schlecht für den Anfang. Sie haben Talent. Finden Sie? Ja. Mein Chef kommt Montag erst aus München zurück. So lange kann ich das irgendwie verschwiemeln. Sie müssen mir nur versprechen, kein Verkehrschaos anzurichten, denn da hört der Spaß nämlich auf. Ja, an uns soll es nicht liegen. Das ist ja wieder mal typisch. Es findet eine Revolution statt, aber man darf den Rasen nicht betreten. Na ja. Oh je, die Mutter Oberin. Wie geht's eigentlich Schwester Lotte? Richten Sie ihr doch gute Besserung von dann mir aus, richten ja? Richten Sie doch seiner Exzellenz bitte aus, dass ich in dem Fall auch von seiner Präsenz bei der 500-Jahr-Feier unseres Ordens Abstand nehme. Herr Wachtmeister, einen Augenblick bitte. Kardinal Harlachinger ist sicher gerne bereit, statt seiner das Hochamt zu zelebrieren. Gelobt sei Jesus Christus. Herr Wachtmeister! Wo ist Schwester Lotte? Schön liegen bleiben. Was ist denn passiert? Wie siehst du denn aus? Du bist umgekippt und das ist kein Wunder. Da wird sich der Herr Dr. Oberarzt aber freuen, dass du wieder da bist. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ach was, das passiert mir öfter, seit ich krank war. Kann sein, aber dann liegst du nicht für Stunden im komatösen Zustand. Nimm mir doch mal bitte dieses Zeugs da ab. Den Teufel werde ich tun. Und eins wollen wir doch hier mal gleich klarstellen. Im Kloster kannst du von mir aus machen, was du willst. Aber hier, in der Klinik, da hört alles auf mein Kommando. So, und jetzt bereite ich dann die zweite Injektion vor. Ich denke, darauf können wir jetzt verzichten. Grüß Gott, Schwester. Ich bin vollkommen in Ordnung. Das mag sein, trotzdem müssen wir Sie noch eine Weile hier behalten. Nein! Ich habe inzwischen mit dem Kollegen gesprochen, der Sie im Tropeninstitut behandelt hat. Ihre Symptome decken sich mit seinen Erfahrungen bei ähnlich gelagerten Fällen. Und die gute Nachricht ist, Sie müssen nicht in Quarantäne bleiben. Ich denke, wir können Sie auf die Station umbetten. Wie lange dauert eine Weile? Ich werde nämlich gebraucht im Kloster. Das hängt ganz von Ihnen ab. Je mehr Sie sich aufregen und dagegen wehren, desto länger wird es dauern. Behalten Sie die Patientin aber weiter unter Ihren Fittichen und benachrichtigen Sie mich sofort von jeder Veränderung Ihres Zustands. Selbstverständlich, Herr Doktor. Dann ist zur Visite. Der Herr Professor will Sie auch noch anschauen. Sie kriegen die Prominentenbehandlung. So ein Mist. Jetzt hole ich dir einen Tee. Und dann schaue ich, dass ich ein schönes Zimmer für dich finde. Aber unterstehe dich aufzustehen oder sonst wie zu revoltieren. Dann lasse ich dich anschnallen. So wahr mir Gott helfe. Das hast du dir wahrscheinlich immer schon gewünscht. Dass ich dir restlos ausgeliefert bin, was? Wenn du ab und zu auch mal auf mich hören würdest, dann lägest du jetzt nicht hier. Dir denn dabei wieder gedacht, mich ausgerechnet jetzt aus dem Verkehr zu ziehen? Ja, ja, ich muss dir dankbar sein. Immerhin hast du mich ja wieder aufwachen lassen. Aber jetzt bitte hilf mir, das alles zu verstehen. Warum? Oben thront der Nonnenkloster, voll vom Trost, voll hoher Wonne, wohnen dorten fromme Nonnen, loben Gott vorm Morgenrot. Jawohl, Wöller.
Hermann, jetzt hör auf, mir was vorzujammern. Das ist ja deprimierend. Setz dich lieber hin und lass die Luft aus diesem aufgeblähten Angebot. Wie? Ja, mit den Nonnen komme ich schon klar. Ich bin ja auf dem Weg zum Kloster und werde mir die Schwester Lotte zur Brust nehmen. Was? Im Koma? Schwester Lotte? Sag mal, hast du denn keinen Funken Anstand im Leibe? Ja, es fehlt ja nur noch, dass du jetzt hinfährst und dir den Sauerstoff abdrehst. Hallo, Max. Oh, hallo. Hast du einen Moment Zeit für mich? Natürlich, komm rein. Was gibt's? Ich war gerade bei Huber. Wöller will den Auftrag für das Kongresszentrum an irgendeine Firma in Krefeld vergeben. Das gibt's doch nicht. Setz dich doch. Nimmt ihm übel, dass er sein Männchen in den Wind gehängt hat und mit den Nonnen paktiert hat. Tja. Falle ich automatisch auch unter den Tisch. Wöller kann den Auftrag doch nicht an eine andere Firma vergeben. Selbst wenn nicht. Glaub nicht, dass da noch was draus wird. Die Nonnen verkaufen das Kloster nicht. Die planen eine Demo für nächste Woche. Oh. Tja, ich glaube, den Auftrag kann ich abschreiben. Aber deine Pläne müssen sie doch bezahlen. Aber wann? Ich kann doch mal mit Schwester Lotte sprechen. Der Orden hat die Pläne bestellt, also müssen sie auch zahlen. Das bringt doch nichts. Max, jetzt gib doch nicht so schnell auf. Weißt du was? Du passt auf die Kleine auf und ich fahr schnell hin. Falls Elisabeth Hunger kriegt, auf dem Herd im Wasserbad ist ihr Fläschchen. Okay? Barbara? Ja? Seit wir uns nicht mehr so häufig sehen, habe ich das Glück verlassen. Nicht nur das Geschäftliche. Ich bin gleich wieder da. Na, wenigstens du magst mich noch. Oder? Schritt weiter. Wie geht es ihr? Schlecht. Und das hat sie Ihnen zu verdanken. Schlecht? Wie schlecht? Ja, reden Sie schon, Schwester. Sie liegt im Koma. Und wer weiß, ob sie jemals wieder daraus erwachen wird. Zufrieden? Im Koma? Ja, wieso? Warum? Und das fragen Sie noch nach allem, was Sie veranstaltet haben, um ihr und uns das Leben schwer zu machen? Also wer hier wem das Leben schwer macht, das möchte ich dahingestellt sein lassen. Außerdem glaube ich Ihnen kein Wort. Kein Mensch fällt aus heiterem Himmel ins Koma. Bitte? Überzeugen Sie sich selbst. Hallo, Schwester Lotte. Sie kann Sie nicht hören. Also kommen Sie. Wann ist sie so weggetreten? Seit heute früh. Ja, und dann lassen Sie sie so liegen? Ja, wo sind die Spezialisten, die Hubschrauber und so weiter? Die Ärzte tun alles, was in ihrer Macht steht. Und der Herr Professor hat den Fall persönlich übernommen. Also machen Sie jetzt hier keinen Wirbel. Ich mache keinen Wirbel, aber das kennt man doch, ja? Kassenpatienten werden nach 0815, Schema F behandelt. Also ich möchte, dass Sie sie erste Klasse legen. Ich zahle. Und dann werde ich veranlassen, dass Sie sofort in eine Klinik nach München kommen. Ja, ja, Herr Wöller. Notfalls auch in die USA, in die Mayo-Klinik, meinetwegen. Ist mir ganz egal, was das kostet. Momentchen mal, ich rufe die zurück. So, das wird aber auch Zeit, dass sich jemand von höherer Stelle hier blicken lässt. Also, das schreit hier zum Himmel. Mit welcher Fahrlässigkeit hier mit einem Menschenleben umgegangen wird. Ich dachte, Schwester Lottes Zustand hat sich stabilisiert. Sie liegt im Koma. Stabiler geht's gar nicht.
Also, falls ich Ihre Versicherung ausklammern sollte, was ja heute leider öfters der Fall ist, ich komme für alle anfallenden Kosten auf. Danke. Das wird nicht nötig sein. Wir sind durchaus in der Lage, selbst für uns zu sorgen. Davon bin ich überzeugt. Aber Frau Reuter, wo Sie schon mal hier sind, wir sollten umgehend und schleunigst den Kaufvertrag unter Dach und Fach bringen. Aber nicht jetzt. Kommen Sie zu mir ins Kloster. Wie Sie wünschen. Wenn Sie etwas für Schwester Lotte tun wollen, dann sagen Sie Ihre Veranstaltung ab und beten Sie stattdessen für Sie. Wenn Sie überhaupt wissen, wie das geht. Und was macht ihr, wenn sie länger in der Klinik bleiben muss? Dann ziehen wir die Demo eben alleine durch. Julia druckt gerade die Poster. Wenn du willst, kannst du nachher welche mitnehmen und aufhängen helfen in der Stadt. Dann seht ihr endlich, dass das alles nichts bringt. Barbara. Ist doch wahr. Oder glaubst du, Gott interessiert es, ob er ein Kloster mehr oder weniger hat? Aber du glaubst, es interessiert ihn, ob du Max heiratest oder nicht. Das hat nichts mit Gott zu tun. Du glaubst doch, dass sie dir jeden Mann wegnimmt. Gib's doch zu, ich kenn dich doch. Jetzt hör auf! Hör du auf, ständig ans Grab von Martin zu rennen, sondern lebe, Barbara, ehrlich! Es geht schon los. Bevor Sie mich mit verbalen Injurien bombardieren, ich komme gerade aus der Klinik und bin wie Sie zutiefst erschüttert und betroffen. Und das soll ich Ihnen abnehmen? Ich bitte darum. Denn jetzt, nachdem diese Demo sowieso geplatzt sein dürfte, wollte ich mit Ihnen und den Damen versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden für das Problem. Wie vernünftig bei Ihnen aussieht, kann ich mir vorstellen. Aber wir geben nicht nach. Jetzt seien Sie doch nicht so stur. Dass Sie sich nicht schämen. Sie halten sich da lieber raus. Weil sonst kann Ihr Freund diesen Auftrag sich in die Haare schmieren, ja? Sie meinen, er bleibt der Architekt fürs Kongresszentrum? Barbara. Ich verstehe überhaupt nicht, warum alle Menschen mich für einen Unmenschen halten, ja? Ich, der nur das Beste will für Kaltental. Der Fehler ist nur, dass Sie bestimmen, was das Beste ist. Komm. Das Beste ist, Sie hören endlich auf, gegen Windmühlen anzurennen. Bleib jedenfalls hier, bis die Mutter Oberin kommt. Die hat jedenfalls begriffen, wie der Hase läuft. Ja? Was macht er denn da? Sieht so aus, als würde die Stelle markieren, wo der erste Spatenstich stattfinden soll. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, verehrte Festgäste, dieser Tag wird in die Annalen der Gemeinde Kaltental eingehen als der Tag, an dem die Weichen gestellt worden sind für die wirtschaftliche und kulturelle Zukunft Kaltentals. Aus einem verschlafenen Provinznest wird eine moderne, zukunftsorientierte und so weiter und so fort. Und was will er in der Kapelle? Das haben wir gleich. Komm. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Wöller? Wolfgang? Letztes Jahr Ostern, glaube ich, war das letzte Mal. Das heißt, nein, da habe ich ja Kurzurlaub auf Mallorca gemacht. Aber, naja, ich meine, es geht auch nicht um mich, sondern um Schwester Lotte. Wie auch immer, ich bin halt so, wie ich bin. Politiker, Autohändler halt und in dem Geschäft löst man die Probleme mit einem Deal. Gelübde heißt es ja wohl, aber ich meine, das läuft das Gleiche hinaus. Also, wenn du deine Schwester Lotte wieder in alter Frische aus dem Koma aufwachen lässt, dann, dann verzichte ich auf das Kongresszentrum. Also, das heißt, es ist vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt. Sagen wir, ich lasse
den ersten Spatenstich nächste Woche ins Wasser fallen. Hm? Und dann ziehen wir weiter, okay? Also das heißt, Amen. Ich verstehe das nicht. Du hast doch gesagt, Schwester Lotte sei schon längst wieder aufgewacht aus dem Koma. Keine Ahnung. Lass uns in der Klinik anrufen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wie fühlen Sie sich? Gut, danke. Das freut mich. Und damit Sie sich richtig erholen und wieder zu Kräften kommen, werde ich ein paar Tage in Kaltental bleiben. Und versuchen, die Initiativen, die Sie entwickelt haben, wieder auf ein erträgliches und vor allem rechtlich einwandfreies Niveau herunterzufahren. Die Feier darf nicht stattfinden, sonst ist alles verloren. Ach, Schwester Lotte. Bitte, Mutter, es geht nicht nur um das Kongresszentrum. Wenn Wöller damit durchkommt, ist es eine Bestätigung für seine Machenschaften. Schwester, ich glaube nicht an Wunder. Ich bin Realist. Und eine der wichtigsten Tugenden ist es, zu wissen, wann eine Sache verloren ist. Wir können Kloster Kaltental nicht halten, so wie die Dinge liegen. Und je früher Sie das einsehen, desto besser für Sie und uns alle. Außerdem habe ich mich entschlossen, Sie wieder in die missionarische Arbeit zu senden. Nach Kanada. Was? Wohin und wann genau, darüber werden wir noch reden, wenn Sie wieder gesund sind. Und jetzt muss ich gehen, sonst bekomme ich Ärger mit Schwester Felicitas. Sie wollen mich loswerden, stimmt's? Sagen wir, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Sie sich in das Leben unserer Gemeinschaft integrieren lassen. Das geht nicht gegen Sie persönlich. Gelobt sei Jesus Christus. Die Ewigkeit, Arne. Sie ist aufgewacht und es geht ihr gut. Haben Sie ihr gesagt, dass Sie in die Mission? Habe ich. Und? Es passt ihr nicht, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Ist Schwester Lotte aufgewacht? Ja. In welchem Zimmer liegt sie? Zimmer 14. Schwester Sophie! Sie können sie morgen besuchen. Aber der Herr Wöller hat... Der Herr Wöller interessiert jetzt nicht und vor allem nicht hier. Also bitte. Klinik Kaltental, Schwester Felicitas? Ich bin's nochmal. Und jetzt legen Sie nicht wieder auf, ja? Weil sonst komme ich persönlich und trete die Tür ein. Sind Sie betrunken? Was denn sonst? Und ich trinke so lange, bis Sie mir sagen, wie es um Schwester Lotte steht. Sind Sie in irgendeiner Weise mit der Patientin verwandt oder verschwägert? Schwester! Dann muss ich Sie leider an die Krankenhausverwaltung verweisen. Die Damen sind morgen früh um 8 Uhr wieder da. Wolfgang, du weißt genau, dass bei mir Sperrgebiet für Handys ist. Wollen wir noch einen Doppelten? Gut, dann kriege ich deine Autoschlüssel. Du fährst mein Auto nicht. Dann war das das Letzte. Dann bringst du mir die Rechnung. Gerne. Wollen Sie sich zu Tode saufen oder was soll das Ganze? Haben Sie schon gehört? Schwester Lotte? Ich nehme an, es passt ja glänzend in Ihren großen Plan, dass sie außer Gefecht gesetzt ist, oder? Das sieht man mal wieder, dass Sie mich überhaupt nicht kennen, Frau Labert. Naja. Sie sind wie alle anderen. Das trifft mich tief. Tief. Na gut, dann klären Sie mich auf. Glauben Sie auch, dass ich daran schuld bin, dass Schwester Lotte im Koma liegt? Dass sie vielleicht nie wieder...
Professor Koma, sie ist doch wieder aufgewacht und ganz stabil. Was? Ja, laut Auskunft der Mutter Oberin persönlich. Die möchte sie sprechen. Und zwar morgen um 8. Also ich an ihrer Stelle würde jetzt hier aufbrechen und nach Hause gehen. Frau Laban, das hat geklappt. Ja? Dieser Deal hat funktioniert. Deal? Was für ein Deal? Ja, unser Herrgott im Himmel. Der weiß ganz genau, was ein Geschäft ist. Ja? Und ich dachte schon, bescheuert wie ich bin, es wäre ein Aberglaube aus dem Mittelalter. Was? Jetzt reden Sie nicht in Hieroglyphen. Das macht jetzt 418,45 €. Was? 3 Bier und 2 Schnaps. Das ist die Latten, die du bei mir stehen hast. Schreib's dazu. Wolfgang. Herrgott, noch an meinen Arm. Lotte schläft. Ja, ich weiß, ich will sie ja auch gar nicht stören. Ich habe ihr einen Tee gemacht zur Stärkung des Immunsystems. Mit Echinacea und Goldrute und Holundersaft. Und Klostergeist. Ja, fürs Herz. Deswegen trinkst du ihn doch auch immer, oder? Na schön, ausnahmsweise. Aber jetzt geh bitte wieder. Ja, und du? Solange Lotte in der Klinik ist, schlafe ich im Schwesternzimmer. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, was ist denn hier los, Lotte? Nach 22 Uhr ist absolute Nachtruhe. Dann würde ich an deiner Stelle hier nicht so rumschreien. Leg dich sofort wieder hin. Kennst du Kanada? Wie kommst du jetzt auf sowas? Ach. Hast du Fieber? Nein. Die Mutter Oberin will mich da hinschicken. In die Eskimo-Mission. Nein. Doch. Was habe ich doch dir zu verdanken? Du hast sie doch bestimmt angerufen und mich verpetzt. Ich? Nein. Sie ist wegen deiner Demo gekommen. Frag doch Schwester Hildegard, wenn du mir nicht glaubst. Was ist das denn? Von Agnes selbst gebraut. Zur Stärkung des Immunsystems, sagt sie. Aber ich würde dir dringend empfehlen, das Gebräu nur in homöopathischen Dosen zu dir zu nehmen. Die Hälfte der Mixtur ist Klostergeist. Pur. Morgen. Für heute gute Nacht. Gute Nacht. Felicitas. Frau Laban, Sie bleiben hier. Bald kommen Sie sowieso nicht so betrunken, wie Sie sind. Entschuldigung. Gute Besserung. Zimmer 19. Schwester Lotte? Hallo?
denn hier? Sind Sie übergeschnappt? Nein. Nur ein bisschen angesoffen. Ich wollte Sie unbedingt sehen. Aber ich Sie nicht. Also verschwinden Sie hier wieder. Ich habe ja ganz vergessen, dass Sie blond sind. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Dass Sie es mir zu verdanken haben, dass Sie das Koma überlebt haben. Ganz alleine mir. Natürlich. Wem sonst? Ehrlich? Ich schwöre. Ich war in Ihrer Kapelle und habe mit unserem gemeinsamen Herrn im Himmel, wo ist er? Ein Deal ausgehandelt. Ein Deal? Ich habe ein Gelübde gemacht. Wie? Ja, für den Fall, dass Sie das überleben, verzichte ich auf mein Kongresszentrum. Das heißt, auf den ersten Spatenstich. Und wie Sie sehen, das funktioniert. Ein Gelübde. Sie. Ja. Ich. Herr Wöller, das ist ja das Allerletzte! Raus! Das ist zu laut. Raus! Ihr Verhalten ist wirklich unmöglich. Jetzt machen Sie hier keinen Aufstand. Ja, ich bin immerhin im Vorstand von diesem Laden hier. Das ist Hausfriedensbruch, wenn Sie wissen, was ich meine. Und dann noch auf der Frauenstation. Ja, wo leben wir denn? Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie morgen mit einem Katzenbuckel und mit einer Warze auf der Nase aufwachen. Ich habe nämlich beste Beziehung zu Ihrem Chef da oben. Meine Damen, das war's. Los, ab ins Körbchen. Wir fahren. Was war denn das für ein Krach? Haben Sie sie erwürgt oder was? Nein, aber Sie hätten Ihr Gesicht sehen sollen, als ich ihr das erzählt habe mit dem Deal. Deal? Was für ein Deal? Jetzt sagen Sie schon, sonst können Sie zu Fuß nach Hause gehen.